Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyforge. Die Beta natürlich immer noch. Und wir gehen jetzt weiter questen. In der letzten Folge haben wir ja die Leiche des einen Wissenschaftlers gefunden und eine uralte Truhe. Mit, naja, nicht sonderlich wertvollen Inhalt, aber für uns trotzdem nützlich. Und jetzt gehen wir darin da zur neuen Information, die da ansteht. K. Oh, können ja da was machen. Bonus Ausdauer. Aha. Bonus Genauigkeit. Brauchen wir 50, haben wir nicht. Ruinenräuber. Verborgener Feind. Zerstörter Titan. Was haben wir denn da Schönes? Besorge die Komponenten eines deaktivierten uralten Golems. Okay. Dann machen wir das mal. Beseitige die Räuberspeer. Attacke! Ja, gleich nochmal. Und Finish und da auch noch ein Finish. Ich weiß nicht, wie man reden kann. Kann man das hier irgendwie nachgucken? Hilfe, 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 Steuerung, hallo? N? Nein? 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 Steuerung! Aktion, Aktion, Aktion. Allgemein. Ultimative Fähigkeit R. Schnellzugriff. Pantheon, nein, 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 nein. Oder ging da noch irgendwas? Spiel? Nö, keine Ahnung. Egal, machen wir einfach so weiter. So, dann aktivieren wir das Ding hier mal. Und haben noch ein Stück von dem Golem. Ist noch einer. Wir laufen einfach im Kreis und sammeln das ein. Bis es eben nicht mehr geht. Zu zweit geht's doch schneller. Der Golem liegt schon wieder da? Nee. Aufladen, Schuss. Aufladen, Schuss. Aufladen und Schuss. Da hinten lag noch was zum Looten. Ich hoffe natürlich, wir haben ihm das nicht geklaut. Das macht man nämlich nicht. Aber anscheinend habe ich es gemacht. Okay. Danke. Auch wenn ich mich nicht wirklich bedanken kann. So, was müssen wir jetzt noch machen? Die Komponenten eines Golems immer noch nicht fertig. Immer noch leer. Nicht bereit. Achso, wir sind nicht bereit, nicht der Golem. Da, 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 da. Ist das auch weg? Und dann geht's da rüber. Und ersuche den Körper des toten Wissenschaftlers. Hallo, toter Wissenschaftler.
Schade. Die Gabe der Unsterblichkeit verleiht große Kräfte und bringt eine große Verantwortung mit sich. Laden wir mal schnell auf. Und finishen ihn weg. Ich wollte sie eigentlich mit dem Ding ablenken. Unserem Köder. Aber. Ja, nö. Lange Reise. So, wir müssen jetzt dahin. Searching for missing people. Dann gehen wir dahin. Beseitige die Skaten. Wir laufen. Kannst du da nicht einfach... Wollte schon sagen. Sonniges Plateau. Die Einblendung fand ich echt cool. Das habe ich so in der Richtung noch nie gesehen. Alter, wieso hat der so viel Life? 8000. Das kann doch nicht angehen. Viel zu weit weg. Bam, bam, bam. Und drei und weg sind sie. Die hat was fallen gelassen. Ich drück die ganze Zeit E anstatt 3. So, 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1 und Schuss. Einer, der was mit, der mal mehr aushält. Nicht sonderlich viel. So, viele sind es nicht mehr. Und weg mit dir. Gut. Beseitige den grimmigen Skaten. Ah, der steht da mittendrin. Okay. Jo. Das kommt jetzt als nächstes. Ich weiß, bei einem MMO zuzugucken ist nicht unbedingt, ja, so spannend. Da man ja eigentlich nur die Quests durchrennt und, ja. Aber wenn ich irgendwas besser machen kann, soll, dann musst du mir das sagen. Dann versuche ich das umzusetzen. Mächtiger Bewahrer der Luft, fliehender Wind. Aha. Das ist aber nicht das, wo ich hin will. Soll ich den mal erledigen? Ich probier's mal. Oh Gott, so viel Life hat er nicht. Bam, 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 bam. Attacke! Und Frost Nova. Und da ist er weg. Oh, das war vielleicht doch keine schlechte Idee, den zu plätten. Der hat ein bisschen was gebracht. Oh, der hat 10 Live-Balken. Aber, ja, es wird kein Problem werden.
Na. Aua. Geh weg. So, ich freeze dich mal, frozen Joghurt. Bleib einfach stehen. Und weg. Hallo. Na komm schon. Gib auf. So viel Leben hast du nicht mehr. Ich frage mich, warum andere mehr Schaden machen als ich. Entweder ich mache wirklich was falsch, oder die sind einfach echt nur einige Level über mir. Naja, egal. Wir kommen voran und das ist ja auch die Hauptsache. Solange wir nicht sterben. So, gleich ist er weg. Und tschüss. Das war's. Quest abgeschlossen. Erste Berührung mit Antiquitäten. 40 mal den blauen Ding. Den blauen Kristall. Ich habe den Namen vergessen. Aber das ist auch nicht verwunderlich nach so einer langen Zeit. Wir müssen jetzt darüber. Ja. Öffnen. Hab eine Kiste entdeckt. Nicht schlecht. Oh, Scheiße, da ist ja ein Loch. Hoppala. Müssen wir jetzt alles nochmal machen? Nein, zum Glück nicht. Huch. Ja. Das sollte natürlich nicht passieren. So, zum Studium der Feinde laufen wir mal hin. Muss ich ja nicht machen. Währenddessen kann ich mal was trinken. Würde ich dir auch empfehlen. Und wir nähern uns immer mehr dem Ende der Folge. Und fall bloß nicht nochmal runter. Alter. Da wäre ich nicht gelaufen. Sieht man mal, was die KI alles kann. Und dass da irgendwo die Hitboxen noch ein bisschen größer sind, als es aussieht. Damit lässt sich bestimmt gut glitchen. So, aber wir sind angekommen. Und ja. Ich helfe der Lady einfach mal. Geh weg, geh weg. Und volle Rötze rein da. Volle Möhre, wollte ich sagen. Nicht Rötze. Who the hell are you? Ich bin dein Untergang. Und weg mit dir. Ah, noch einer. Dann jetzt.
Kreditpunkte. Was ist denn das eigentlich? Okay, wir machen jetzt erstmal das Ding hier an. Deaktivieren. Wir machen es doch aus, nicht an. Und... genau. Wir machen hier erstmal ein kurzes Päuschen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es mit Skyforge weitergeht. Ja, bis dahin. Tschüss.